So, Hallihallöchen! Winke! Hier ist euer Xabotchen und es geht weiter mit Astronier. Und wir sind hier auf Glacio, dem eisfrostigen Planeten. Und wir haben jetzt ganz viel Forschung durchgezogen. Viele, viele Forschungspunkte. Wir haben jetzt quasi alles, was wichtig ist, glaube ich, freigeschaltet. Und das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist Wolframit besorgen. Und dafür würde ich dann einfach mit der Rakete lostoben. Das hier ist natürlich Quatsch, weil das Ding muss da rein. Das heißt, das muss wieder raus. Das ist Unsinn. Ne, wir haben ja nur einen Platz. Und da sollte theoretisch der hier reinpassen. Zack. So. Sieht zwar komisch aus. Ist aber so. Zwei Starts können wir noch machen. Ich habe noch eine Reserve. Booster habe ich noch hier. Um wieder zurückzukommen. Hier oben für Stoffdüse. Und wir haben hier auf Glacio immerhin 8 Dinger gefunden. Und einmal habe ich aufgesprengt. Nee, 2 habe ich aufgesprengt. Und da 4 Sachen nochmal rausgeholt. Von den Special Items. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo Wolframit war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube Artrox. Warte. Planeten. Wolframit. Da, Wolframit in den Bergen, das wollen wir aber nicht. Kalidor, ich will in der Höhle haben. Wolframit in der Höhle. Artrox? Keine? Noch was? Wolframit in den Höhlen. De Solo. Ja, dann De Solo, ne? Gucken wir nochmal. De Solo, Wolframit in der Höhle. Dann fliegen wir nach De Solo. Viel Sonne, wenig Wind. Viel Sonne, wenig Wind. De Solo. Okay. Dann Abreise in den Orbit. Das ist Novos, das ist Vesania, das ist Glacio, wo wir gerade sind. Kalidor, Artrox, Silver, da ist De Solo. De Solo, da wollen wir hin. Auf geht's. Und da ist mir die Rakete kaputt gegangen. So, ist das jetzt die Solo? Ich hoffe doch, ne? So, jetzt hat man mal einen Landeplatz, bitte. Wo darf ich landen? Hallo? 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 Genau, hier muss ich landen. Das war ja völlig verkehrt. Genau, auf dem gelben.
So, lass mal gucken, ob wir in der Nähe von dem lilanen Teil landen dürfen. Da jedenfalls nicht. Das könnte klappen hier hinten. Oh, guck mal hier. Da bin ich schon mal gelandet. Das ist doch nicht bei einem Lila. Nee, wieso ist dann? Was ist denn das für ein Symbol? Das ist interessant. Das hilft uns aber nicht weiter. Das hier sieht, glaube ich, ganz gut aus in der Nähe von einem Lilanen. Ich denke, wir landen hier auf dem. Das ist perfekt, würde ich sagen. Für unsere Zwecke. Unmittelbar neben dem Lilanen hier. Sehr gut. Alright. De Solo. So. Bringen wir das mal hier rüber. Nee. Rein da. So, stellen wir es mal hier. Alrighty. Dann machen wir hier erstmal eine Feldunterkunft hin. Die erlaubt uns Sauerstoff, Strom, Anschluss. Aber das wird mit Sicherheit zu wenig sein hier. Ja, das war klar. Kann man direkt wieder abklemmen. Gut, dann haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, packen wir erstmal ein paar Sachen weg. Mal Platz im Inventar schaffen. So, ein Beacon, dass wir hier sind. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Sauerstoffmacher. Auch schön. Den wir eigentlich nicht brauchen. So, dann haben wir dich. Dann haben wir den. Das ist Müll. Dafür kommt hier eine neue ran. So, für die Heimreise. Dann. 2 Strom, 2 Batterie. Jetzt müssen wir erstmal kurz Gelb und Grau holen. Holen wir mal Gelb und Grau. Ja, das hier ist okay. Okay, warte, ich muss nochmal zurück. Und dann habe ich da gleich ein Solar gesehen. Auf der Solo ist ja Sonne gut. So, gib mir mal Sauerstoff. Gib mir mal die Rakete, die können wir unten hinstellen.
Da muss ich nicht so weit laufen. So, hier drüben habe ich doch gleich so lange gesehen. Ein Stück geradeaus. Mal hier. Da eine Solare. Eine Solare. Was ist das hier schon? So, kleiner Drucker. Tüdelüt. Nee, war doch richtig. Egal, machen wir so. So, kleiner Drucker, mittelgroßer Drucker, zwei Gemische. So, dann hole ich mal Geld. Kurz ein bisschen Basis aufbauen. Ammonium. Ein bisschen gelb. Haben wir. So, das ist der mittlere Drucker. Dann brauche ich eine mini kleine Plattform. Da eine Plattform. Gib mir gleich eine B. Passt schon. Joho, drucke, 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 so. Auseinandernehmen. Den Drucker darauf stellen. So, den Drucker darauf stellen. Das. So rumdrehen. Jetzt reicht das Kabel nicht, ne? Doch, Kabel reicht. Angeschlossen. RTG angeschlossen. Mittlerer Drucker. Und jetzt hätte ich gerne einen großen Drucker. Großen Drucker. So. So, dann hätte ich gerne einen kleinen Kanister. Dann haben wir gleich noch einen. So, sehr schön. Dann habe ich
Da kommt jetzt der... Was ist in Arbeit? Dann kann ich jetzt hier mal ein bisschen... Ne, erst muss ich was wegnehmen. So. Jetzt kann ich... Oh. Wer macht denn sowas? Ordentlich. Anschluss. So, wir mal diesen Stück Berg hier. Gut, das sieht mir nach Höhle aus. Wo breiten wir uns denn jetzt aus? In welche Richtung? Am besten in diese, ne? Einfach in die Richtung und dann nach unten irgendwo. Ja, das macht Sinn. Komm, das machen wir. So. So, alle Drucker fertig, ja. Sehr schön, großer Drucker. Dann noch da. So, jetzt brauche ich eine Plattform, die größte, die du kannst. Schmelzofen sind hier vorgesehen. Ja. Drei Harz muss ich noch eine holen. Mal kurz Harz holen. Da noch ein bisschen. Gut, hat geklappt. Alright. Große Plattform. Ja, Sauerstoff. Deswegen habe ich meine Rakete hier geschnellt. So. Sehr schön. So. Boom. Große Plattform. Bam. In Arbeit. So, dann würde ich euch gerne platt machen, damit ihr mich nicht ärgert. Okay, das können wir forschen hier drüber. Öff drücken. Ha
So, die Plattform ist in Mache. Nochmal weg hier. Da oben sehe ich noch ein Forschungsknubbel. Noch einer. Sehr gut. Dann. So, da kommt die große Plattform. Yippie! Hast du was daran? Sehr gut. So, dann haben wir den großen Drucker. Den brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Jetzt bauen wir... Wolfram, Chemielabor, habe ich nicht. Aluminium und Gemisch. So, Gemisch habe ich auf dem Rücken und Aluminium habe ich mitgebracht. Das habe ich ja halt. So, das ist... Habe ich das Aluminium hingetan? Nein, ich habe das Aluminium nicht mitgebracht. Ich habe das Aluminium auf den... Ich habe das Aluminium auf das mittlere Lager gepackt. Das mittlere Lager habe ich nicht mitgenommen. Shit. Das heißt, ich muss jetzt mal Aluminium kurz finden. Das heißt allerdings, wir brauchen eine Schmelze. Den kann ich... Boah, die Schmelze muss ich dann machen, weil ich muss das Aluminium dann kurz einschmelzen. Dann müssen wir jetzt mal kurz in den Keller. Tendenziell... Wo gehe ich denn jetzt in den Keller? Von welcher Seite aus? Hier? Okay. Eigentlich ist ja egal wo, ne? Also das mache ich die normale Fläche. Dann gehen wir hier drüben in den Keller. Hier auf dieser Seite. So, einen schönen Winkel finden. So. Weiß ich nicht, ist das ein schöner Winkel? Pff, auch nicht wirklich, ne? Aber es passt. Es passt schon irgendwie. Es wird genügen, sagen wir mal so.
Ach, das gefällt mir schon ganz gut. Alright. So, nochmal, haben wir nochmal Gemisch hier drüben. Ich muss noch kurz ein paar Strippen basteln. Um in den Keller zu kommen, ein bisschen Aluminium zu holen, die Zentrifuge und dann können wir loslegen. Gut. Alright. So. Färben der Haar. Achso, kein Strom, oder? Strom. Gut, den wieder weg. T gedrückt. Hier nochmal T gedrückt. So. So, dann schauen wir mal, dass wir gleich Aluminium holen. Wollt ihr mich nicht in der Höhle lassen? Ich bin jetzt genau an der Höhle vorbeigebuddelt. Passt schon, kriegen wir hin. Tja, ich treffe keine Höhle. Nicht zu fassen.
keine Höhle weiterbringt. Was ist denn mit der Solo los? Da muss ja mal eine Höhle sein. Okay, Quest. Und er ist es immer noch unten. Verrückt. Keine Höhle weit und breit. Doch nochmal eine andere Stelle nehmen. Gefühlt würde ich sagen, jetzt geht es langsam wieder nach oben. Ja. Okay, also hier ist offensichtlich keine Höhe. Guck mal, gefühlt würde ich sagen, jetzt renne ich nach unten. Jetzt würde ich sagen, sind wir ungefähr ich würde von hier aus jetzt nochmal einen Abzweig machen bei der Schräge runter. Also von hier aus so. Ja, da ist die Höhle gefunden. Direkt. Ich bin direkt dran vorbei. Da ist sie. Alles klar. Gut, ja. Gefunden.
So, jetzt müssen wir noch runterkommen, aber das ist ja unproblematisch. Da ziehen wir uns aber einen schönen Weg hier runter. Und dann suchen wir uns mal eine Runde Aluminium gleich. Erstmal machen wir uns einen schönen Weg. Da sehe ich so ein Spuckvieh. Ah, hier sind wir doch richtig. Sehr schön. Ja. Hier sind wir richtig. So. Machen wir das hier noch glatt. Damit das auch ein bisschen ordentlich aussieht. So. Das hier ist ein Forschungsknobbel. Dann machen wir noch ein bisschen was weg. So. Gut. Alright. Ich weiß, alles mal viel zu übertrieben, was ich baue. Aber ich mag es gerne so. Gut, jetzt killen wir erstmal das Ding hier, damit er mich nicht erwischt irgendwann aus Versehen. So, da ist er. So, das ist egal, das kann bleiben. Und was sehe ich da? Direkt unter uns. Aluminium, genau das, was wir suchen. Aluminium. Sehr schön. Gehen wir nochmal einen Tee. Ah, wo bist du denn geflogen, Leute? Mehr kriege ich gar nicht in die Tasche. Ja, jetzt fällt schon hinten runter. So, das lassen wir mal hier. Das packen wir rein.
Plus. Komm, das nehmen wir in der Hand und dann laufen wir einfach mit Q wieder hoch. So. Nee, das habe ich nicht mehr in der Hand. So, jetzt. Zack. Und nach oben zum Schmelzen. Da habe ich ja noch das Solarding gefunden. Das können wir auch noch anklemmen. Sehr gut, sehr gut. Neue Zentrifuge. Also jetzt schmelze, dann Zentrifuge. Und den können wir dann ja auch eigentlich direkt auf Wolfram dann gehen, ne? Ich hänge fest. Los, geh weiter. Geh weiter, nicht umdrehen. Weiter gehen. Ja, das ist ein bisschen eng hier, ne? Ich weiß. Dum, 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 dum. So. Da, 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 da. Alright. Ja, leider ist die Folge auch schon wieder zu Ende, ne? Was wirst du machen? Außer Sachen. Gut, da ist die Schmelze. Aber würde ich sagen, bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich baue jetzt, ich werde jetzt mal hier die, die C drehen. Ich werde das jetzt hier mal durchschmelzen, das bisschen Aluminium, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, euer Xabotchen. Reingehauen. So, tschüss.